Auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn trainierte heute Morgen der bolivianische Fußballmeister. Die Halbprofis kamen auf ihrem ersten Europatrip aus Bukarest, wo sie gut gefallen haben. Das ist Racobado, rechter Läufer, daneben Mittelstürmer Escoban. Da meldet sich Espinosa, der Stopper. Oben Torwart Zamorano, der den verletzten Kobo vertritt. Verletzt sind außerdem Dr. Claure und Maximo Alcocer, zwei Spieler des Ortsnachbarn SC Wilstermann in La Paz. Die Bolivianer spielen morgen Nachmittag gegen die Mannschaft von Altona 93, die durch Klaus Stürmer verstärkt wird. Den ersten Teil des Trainings leitet Trainer Araja, ehemals Nationaltorwart Boliviens. Die Spieler sind alle berufstätig. Vier Bankangestellte konnten nicht mit auf die Tournee gehen, weil sie Urlaubsschwierigkeiten hatten. Das ist Stürmer Walda, Ingenieur einer Ölfirma. Das anschließende Konditionstraining wurde von einem zweiten Trainer geleitet. Dass die Männer aus Südamerika in glänzender Verfassung sind, davon konnten sich Altonas Vorsitzender Blümer und Trainer Krause überzeugen.